Den rechten auch. Doppelknoten immer jetzt, weil bei mir gehen in letzter Zeit immer die Schuhbänder auf. Ja. Kennt man. Hallo. Also heute Morgen, gell? Bitte? Ich war mir halt nicht sicher, was ich jetzt heute so einen Tag über machen soll. Und habe ich mir so gedacht, ja, rufe ich einfach mal meine Mama an. Hab so angerufen, hab so gesagt, hey Mama, wie geht's dir? Ja, ihr geht's gut. Wie geht's dir, hat sie gefragt. Hab gesagt, ja, auch gut. Haben wir so ein bisschen geredet. Ja, also heute Morgen, gell, wollte ich mir so die Zähne putzen. Und dann ist mir aufgefallen, dass irgendwie, also in der Tube irgendwie gar nichts mehr drin ist. Und habe dann so überlegt, ja, was sollst du jetzt machen? Weil im Endeffekt war ein bisschen blöd dann in dem Moment. Ja. Und dann habe ich halt überlegt, ja, was kannst du jetzt machen? Hab mir gedacht, heute ist ja schon wieder kein Feiertag mehr. Ja. Also kann ich quasi einkaufen gehen. Habe mich so gefreut, ja, ich kann einkaufen gehen. Und bin dann halt so ganz gemütlich aufgestanden. And I put on my left shoe and I made like a knot in the, you know, the band, the shoelaces. But I make like a double knot because it's important. Otherwise, they will go open. Because it's. Hey, but why are you talking this? With yeah, us? But no, wait. I tell you. So the then show, I took like what? No, I took like the other, the second one, and I also make like a double knot because it's important, right? They usually sometimes they go out, yeah. They go up. This morning, I was like, what could I do? I was getting up, and I wasn't totally sure because I was pretty hungry, right? I was pretty hungry, and so I thought maybe I should get something to eat, you know? Yes. So I thought, what could I cook? And I was thinking, and then I was walking to the supermarket, right? To the supermarket, it's just around my corner, and it was closed. Tilly, you need something to eat. Hab mir gedacht, okay, jetzt, wo kriege ich jetzt was zu essen? Und bin quasi dann zum Edeka erstmal gegangen. Und hab gemerkt, der Edeka, der baut noch rum. Okay. Und bin dann quasi weitergegangen. Bin dann zum Netto gegangen. Uh-huh. Und dann habe ich mir erstmal so eine Gemüsepackung gekauft. Bisschen Fisch habe ich mir gekauft. Und dann noch so diverse Sachen einfach. Uh-huh. Und habe ich erstmal gekocht daheim. Hab mir halt so die Schuhe angezogen. Erst den linken. Bisschen ja. Relativ fest zugebunden, dass er nicht runterfällt. Den rechten auch. Doppelknoten immer jetzt, weil bei mir gehen in letzter Zeit immer die Schuhbänder auf. Ja. Kennt man. Ja, und dann, ja genau, bin ich auch wirklich gegangen. Und trotzdem ist ein Schuhbändchen aufgegangen, ja. Während ich so gegangen bin. It's like Netto Supermarket. I go there and I don't like it really much. I really don't like it. And then I went on because I really don't like it. I go to Lidl. Then I went to Lidl. And then Lidl, it's actually closed. So it's closed. So I thought, what could I do now? Then I went to Edeka. But why you don't go to work just? Yeah, but in look. The morning. No, let me tell. Then Edeka. I don't know something. No, because I was at supermarket, and I thought, what could I eat? So I bought some vegetables. Chili, a little bit fruit, frutas. And then also some like pommes frites, you know? Okay, my friend, okay, no problem, okay. And fish, also fish I buy. Okay, it's okay. And I thought... Okay. But I thought... It's okay. No, but I thought, what could I cook? Pamela. Oh, yeah, Pamela. Okay. Okay, und wie seid ihr mir das? Naja, also es kommt dann noch, weil im Endeffekt habe ich dann quasi gegessen und normalerweise schaue ich mir immer einen Film an beim Essen, so nebenbei. Aber diesmal nicht, weil irgendwie hatte ich Probleme mit dem Strom. Und da war kein Strom. Ja, okay. Naja, und im Endeffekt habe ich mir gedacht, was kann ich sonst noch machen? Naja, aber ich wusste, und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt gehst du noch kurz in den Park, weil ich habe so einen schönen Park bei mir um die Ecke. Bin ich noch ein bisschen im Park eine Runde gegangen. Ja. Und war recht angenehm, weil bei dem geilen Wetter, so kann man schön sich noch ein bisschen im Park haben, auch ein bisschen im Park chillen. Und da habe ich mich dann... Zu der Stadt. Genau, jetzt, und dann bin ich halt weiter heimgegangen. Und dann das Witzige ist, ich habe wirklich vergessen, mir die Zähne zu putzen. Ach, wie. Habe mir den ganzen, alles umsonst gemacht. Ach ja. Ja, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd, ja. Nein.
Naja, so läuft es manchmal im Leben. So läuft es manchmal im Leben, gell? Jetzt haben Sie eine Zahnpasta. Immerhin. Ja. Schönen Tag. You know what I did with my backpack? I use it as a pillow, so I can lay down, like a little nice laying down. And yeah, it was... So what's wrong with no, you? No, it was really relaxing for me. So what's wrong with get you? Me. You must understand me. It yeah, was really okay, nice for me. What's wrong with so you? I was just... Do you have and a diagnosis? Actually I was falling... therapy? I was feeling a little bit falling asleep there, because it was so nice with the sun in my face. It was for us on YouTube Comedy Kanal. Könnte ich mir irgendwie schon fast denken. Stories mir, ohne, Kamera, ohne so, Ende. Was sieht man irgendwie immer auf YouTube? For YouTube, Comedy Channel. YouTube? Yeah, for our Comedy Channel. Really? Yeah. Sorry. Es war nur für unseren YouTube Comedy Kanal. Ich wusste schon, ich glaube, ich kenne dich auch von YouTube. Ich wusste es irgendwo her. Echt jetzt? Ja, ich weiß aber nicht mehr genau, woher. Da ist mein also, Kumpel, der fängt ja, da drüben. Ist es okay? Ja, klar. Dankeschön. Ja, interessant. It's for our YouTube like comedy channel. Telling pointless stories. Comedy channel? Yeah. Comedy. Channel the comedy.